Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wirtschaftsdialog beim Nordgate-Fachforum Gewerbeimmobilien auf der B2B Nord hier im April 2018. Unsere drei Partner, unsere drei Redner heute sprechen über den modernen, den gesunden und ja, vielleicht sogar auch erfolgreichen Arbeitsplatz. Aus meiner Sicht der Welt ist es sehr erforderlich, dass ein gutes Gefühl sich einstellt bei den Mitarbeitern, bei natürlich allen Menschen im Umfeld. Und daran arbeiten wir ganz intensiv. Für uns ist das Thema Würde ganz groß geschrieben. Für uns ist das Thema möglichst auch keine Verletzungen auszulösen bei anderen Menschen, eine vernünftige Feedback-Kultur zu pflegen. Das steht ganz oben an. Und wenn die Menschen sich wohlfühlen im Unternehmen und in diesem Gesamtkontext des Unternehmens, dann können sie tatsächlich daran mitwirken, wie eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Idee, also eine Klärung der Warum-Frage eben initiiert werden kann im Unternehmen. Was sagen Sie, wie sieht es denn in Wirklichkeit aus in deutschen Büros oder eben auch tatsächlich in deutschen Verwaltungen? Naja, in der Verwaltung, das habe ich ja gezeigt, Yoga-Raum einmal die Woche gibt es ja auch und Raucherraum, aber sonst... Haben unsere Zuschauer die Bilder nicht gesehen, also oder manch einer. Ja. Das waren Kellerverliese, ja? Ja, kann man so sagen. Aber also gerade in der Verwaltung würde ich sagen, das wird sich die nächsten Jahre nicht ändern, weil eben halt von den Mitarbeitern dieses Verständnis für offene Bereiche ist halt nicht so. Da kommt immer das Argument, ja, das sind dann persönliche Gespräche, dann ja, dann scheitert das dann. Die Mitarbeiter müssen auch dann mitmachen, aber das ist halt eben halt von der Struktur her ja, in absehbarer Zeit nicht. Das funktioniert bei privaten Firmen, aber öffentlichen Firmen, da ist noch ein bisschen Weg dahin. Eine gute Arbeitsumgebung muss gar nicht so kostenintensiv sein, beziehungsweise man kann auch auf kleinerem Raum was richtig Gutes unterbringen. Genau, also wir versuchen bei Vorlag von Anfang an mit dem Bauherrn ein Konzept zu erarbeiten, was passgenau und maßgeschneidert für ihn, seine Bedürfnisse und auch für die Bedürfnisse der Arbeit, die da stattfindet und für die Mitarbeiter zugeschnitten ist. Und wenn wir dann von einem festen Budget ausgehen, dann kann ich jetzt mal beispielsweise ja 2700 Quadratmeter hochwertige, gut funktionierende und behagliche Arbeitsatmosphäre schaffen für meine Mitarbeiter, in der sie sich wohlfühlen, in der sie interagieren können und in der sie ja hochleistungs auch bereit sind, und zwar nicht aus Muss, sondern aus persönlichem Antrieb. Oder ich stelle für dasselbe Geld, sage ich mal 3200 Quadratmeter billige Büroarbeitsfläche zur Verfügung, wo das dann alles nicht passiert. Ich habe dann viel mehr Fläche, die ich eigentlich nicht brauche, die auch nicht zum Erfolg meines Unternehmens beiträgt, sondern einfach nur als Fläche da liegt, wo nichts passiert, wo ich vielleicht noch mehr unmotivierte Leute reinsetzen kann, die aber auch wiederum und in keinster Weise zu meinem Unternehmenserfolg beitragen. Zusätzlich kommt aber ja noch der Trend ins Spiel, dass wir mit Anywhere Workplace arbeiten. Das heißt, es ist also für die Zukunft auch natürlich klar, dass nicht immer jeder in seinem Büro sitzen muss, um das tun zu können, was er tut für das gemeinsame Ziel. Muss ich nochmal für Neumünster sprechen, mit dem Ziel, Neumünster zu der Stadt zu machen, die die stärksten Arbeitgeber und die glücklichsten Arbeitnehmer hat. Also fast ein schönes Schlusswort, aber einen habe ich trotzdem noch. Stichwort Digitalisierung, natürlich Blick in die Glaskugel. Herr Kling, brauchen wir denn all diese schönen Büros in Zukunft noch? Wir können doch zu Hause arbeiten, wir sind mobil, wir sitzen in selbstfahrenden Autos. Da können wir am Laptop, am Tablet sitzen. Wozu denn da noch Büros? Und das Büro an sich zur Teambuilding und zum Arbeiten im Team wird Bestand haben und wird sich dahingehend ausbauen. Es kann auch sein, dass jeder nur noch 3-4 Stunden im Büro ist am Tag, um genau diese Kommunikation zu pflegen und dann zu Hause den Rest macht oder auf der grünen Wiese oder am Strand. Aber diese Punkte zu setzen im Unternehmen und die dann aber auch so zu gestalten, dass man da gerne ist und dass man kreativ und inspiriert arbeiten kann, werden da sein und werden auch immer wichtiger. Das Schlusswort nehmen wir jetzt. Also, ich gehe gerne ins Büro, freue mich auf die Kollegen, aber zu Hause ist eigentlich auch ganz schön. Meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, Dirk Mehrens, Mario Kling und Ludger Hüttenmüller, für diese kleine
Talkrunde im Wirtschaftsdialog des Fachforums Gewerbeimmobilien von Nordgate hier auf der B2B. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen Dank. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.